Ja, also ich habe die ehrenvolle Aufgabe, euch etwas über das neue Album zu erzählen. Stories of Mountains Park. Es ist ja wie alles wieder ein Album, was in der Vergangenheit spielt, in der Zukunft spielt, in der Gegenwart, wo die Zeit stehen bleibt. Als ich in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, zum ersten Mal das Album meines Freundes Robin Williamson gehört habe, Songs of Love and Parting, hat mich das eigentlich gar nicht mehr losgelassen. Dieses Folkige, dieses Konzept, Celtic war drin. Und so haben wir uns auch diesmal gedacht, unsere Songs sind auch immer Songs aus der Vergangenheit, Songs vom getrennt werden, Songs vom Wiederfinden, Songs von der Einsamkeit. Und wir hatten uns nach unseren Ivy-Projekten und den Journeys, Tunes und auch nach unserem, nach meinem Projekt, was mir sehr am Herzen lag, You Are, ein paar Tage in den Bergen verabredet, wo wir so ein bisschen mal so über die Zukunft sprechen wollten und jeder hatte seine Instrumente mit und wir haben lange, lange, lange zusammengesessen, haben viel Musik gemacht. Es war eine super Zeit. Jeder hatte eine Geschichte zu erzählen, viele Geschichten. Die Zeit war so intensiv, dass wir gesagt haben, eigentlich könnten wir daraus mal eine Platte machen. Und so ging das eigentlich los. Dann haben wir uns immer wieder getroffen im Studio. Die ersten Songs sind entstanden. Hatten aber immerhin dennoch das im Hinterköpfchen, dass wenn wir fertig sind, wenn die Songs erstmal stehen und teilweise schon aufgenommen worden sind, dass wir uns dann nochmal in den Bergen treffen, das alles nochmal anhören, nochmal drüber reden, nochmal einmal rüberwischen, ob es so bleiben soll. Und dieses beide Male in den Bergen war so eine intensive Zeit, dass jeder gesagt hat, ja, also hier in den Bergen, hier könnte man eigentlich bleiben. Wir wollten alle gar nicht mehr zurück. Aus dieser Abgeschiedenheit, weg vom Großstadtrubel. Und so entstand eigentlich dieses Mountains Park. Und ich bin oft gefragt worden, auch von Außenstehenden, ja, Stories of Mountains Park, wo liegt denn das? Wart ihr da irgendwo in den Staaten, in so einem Revier oder so? Nein, das hat eigentlich jeder für sich im Herzen, Mountains Park. Aber da muss man auch hinfahren, hieß es dann. Du erzählst in den Liedern, you travel to the country, travel to the sea. Work hard time on the prairie, now you're here. Ja, um da irgendwie hinzukommen, muss man ja auch die entsprechenden Verkehrsmittel nehmen. Bei uns ist es die Mountain Railroad, die man sich so ausgedacht hat. Ja, und es ist für uns eigentlich eine Reise tief ins Innere der Seele, tief in die Gefühle. Dort, wo man zu Hause ist, dort, wo die Seele ist, wo man für sich selbst sein kann, haben wir gesagt, dort liegt Mountain Park. Ich selbst habe auch zwei alte Protagonisten von mir wieder aufleben lassen. In dem Song Both of You, den Song habe ich Konrad Seger und Kirsten Sahling gewidmet. Und so ist es eigentlich ein schlüssiges Konzept geworden. Jeder hat sich eingebracht und wir wünschen uns, dass, wenn ihr die CD hört, eure Reise vom Licht ins Dunkel, vom Dunkel ins Licht zu eurem persönlichen Mountains Park beginnen kann. Dann haben wir was erreicht, wenn wir euch angesprochen haben und wenn ihr daran Freude habt und unsere Reisen nachvollziehen könnt. Das wäre uns ein wichtiges Anliegen. Wir glauben für unseren Fall, dass es uns gelungen ist und wenn sich das so entwickelt, dass es gut angenommen wird, dann haben wir gesagt, machen wir davon vielleicht dann noch einen Nachfolger. Aber so weit denken wir erstmal noch nicht. Wir freuen uns jetzt erstmal an dem, was wir haben. Es liegt auch noch eine ganze Arbeit vor uns. Es muss gemastert werden, es muss nochmal abgehört werden. Ja, und so warten wir ab, wo die Reise hinführen wird. Sicherlich nach Mountains Park, wo jeder seine Story erzählen kann. Thank you.
Themenanschnitt von Both of You. Ich möchte mich bei all meinen Freunden bedanken, die mich unterstützt haben. Bei der National Tunes Band, wir spielen jetzt seit 6-7 Jahren zusammen. Und da ist noch was richtig Tolles draus geworden. Jeder bringt sich ein, jeder wirft seine Files ein. Man versucht erstmal ein ganzes Konzept zu kriegen. Wir haben mittlerweile auch ein gutes Bandkonzept, dass man auch die Musik wieder erkennt. Wir haben einen Erkennungswert und daran haben wir gearbeitet. Da möchte ich mich ganz besonders bei meinen Freunden aus der National Tunes Band bedanken. Woran wir auch als National Tunes Band immer denken, ist bei unseren Instrumentenbauern wollen wir uns bedanken, bei der Firma C.F. Martin insbesondere und den anderen Instrumenten, tollen Instrumenten, die wir spielen, beim Greenwood Forever Verlag. Das sind alles Sachen, die nicht so selbstverständlich sind, die Unterstützung, die wir bekommen. Und wir möchten uns ganz besonders bedanken bei den Usern für die Klicks auf YouTube, die wir haben, im Streaming, bei den Filmen. Und wir stellen immer fest, dass Musik eine Sache ist, die verbindet. Und als wir in Mountains Park waren, es waren so tolle Tage mit unserer Musik, mit dem, was wir gemacht haben, dass wir dankbar sein wollen, dass wir das so machen dürfen und können. Und dass ihr uns dafür Anstoß gibt und dass wir uns gegeneinander auch immer wieder neue Ideen liefern, die wir denn musikalisch umsetzen können. Ja, zur Musik ist noch weiter zu sagen, wir haben aufgenommen im Greenwood Forever Studio, gemastert werden, wie gesagt, muss noch. Aber das hat noch ein bisschen Zeit, das werden wir wieder im Hafenklang machen. Das rollt immer so peu à peu an und one step by step, wohin die Reise geht, das weiß man denn erst, wenn die CD denn fertig ist und dann rausgekommen ist. Und auch da muss man dann gucken. Wir hoffen jedenfalls, dass ihr viel Freude damit habt und dass wir noch lange, lange das machen können, was wir jetzt gemacht haben. What's coming at next? Heißt die letzte Frage. Man weiß es nicht. Wir haben zwar so ungefähre Vorstellungen, wo uns die Reise hinführen wird, aber wir sind auch jemand, also wir kleben an den Sachen. Nach diesen tollen Erlebnissen, die wir hatten, nach dieser intensiven Gemeinschaft, nach dem Spaß, den wir hatten mit dem Aufnehmen und der Studioarbeit, muss man gucken, in welche Richtung das weitergehen wird. Man kann die Zeit nicht festhalten, man kann, was wir hoffen, dass wir können, wenn diese CD so ist, dass man sagt, okay, da kann noch was kommen, würden wir gerne auch einen Nachfolger für diese CD noch schaffen. Aber das kommt drauf an und hängt auch in erster Linie davon ab, ob die Leute denn wollen, ob sie Zeit haben, wie das laufen wird. Ich denke mal, das wird schon gehen. Wichtig ist, dass es aber auch auf euch ankommt, dass ihr die Songs gut aufnehmt, dass ihr sie verinnerlicht. Ja, und dass ihr letztendlich unsere Reise nachvollziehen könnt, die wir gemacht haben, als wir damals nach Mountains Park gefahren sind. Wir sind im Geist gefahren mit der Mountain Railroad. Wir sind über Ozeane gekommen, durch die Prärie und waren letztendlich da, wo unser Herz und wo unsere Seele ist. In dem Sinne bedanken wir uns und wünschen euch mit dem neuen Album viel Spaß und noch einmal eine tolle Reise vom Dunkel
ins Licht. Such a lonely dark night, such a lonely winter light, so my lonely weaknesses, you'll be my guide. Christmas, you give self-made little books, pictures, and other beloved things to you and your loved. You made also gifts for once. In your pastime, you leave your world to come down from the mountains to share. Spirit of time, so each year my way is also downwards from the mountains in December, in December.